Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Angst vor dem Tod, Angst vor dem Sterbeprozess. Welche inkarnierte Seele hat nicht Angst vor dem Tod? Viele verwechseln diese Angst mit der vor dem Sterbeprozess. Doch die Seele ist unsterblich. Sie ist, war und wird immer sein. Nur ihre Form ändert sich. Ein Teil der Seele hat beschlossen, sich auf dem Planeten Erde in Form eines menschlichen Körpers zu erfahren. Dieser ist nicht unsterblich. Die Seele, ja. Aus Sicht der Dualität tritt mit dem Verlassen des Körpers der Tod ein. Ist der Tod des Körpers. Die menschliche Seele bzw. der Teil, der von ihr inkarniert ist, kehrt zurück zur geistigen Heimat. Mit dem Tod hat die menschliche Seele die Dualität verlassen und ist voll und ganz wieder in die Wirklichkeit eingetreten. Es ist die Rückkehr nach Hause, zurück zur geistigen Heimat. Wieder hat sie ihre Aufgaben vollbracht, sich erfahren, Seelenverträge eingelöst. Sie hat Erfahrungen gemacht, die ihr nur in der Dualität möglich sind. Sie hat gelernt, aufgelöst und kann, wenn sie es möchte, wieder erneut eine Inkarnation antreten. In der Regel ruht sich der Teil der Seele, der inkarniert war, erst einmal in der geistigen Welt aus, schaut sich an, was er erfahren hat und kann sich auch schon für eine nächste Inkarnation vorbereiten. Allgemein gesagt, der Tod ist für die Seele die Rückkehr in die geistige Welt. Inkarnieren und sich in einen menschlichen Körper zu erfahren, ist für sie sehr anstrengend, da sie in die Dichte und die Materie hinabsteigen muss. Die Angst der Seele besteht nicht vor dem Tod an sich, sondern viele haben Angst vor dem Sterbeprozess, weil sie wissen, ihr Ego wird versuchen, den Sterbeprozess in die Länge zu ziehen. Denn mit dem Tod muss das Ego endgültig von der Seele weichen. Das Ego ist einem menschlichen Körper gebunden. In Wirklichkeit gibt es kein Ego. Aus diesem Grund ist es so wichtig, dass ihr in eurem Leben die bedingungslose Liebe leben lernt. Die bedingungslose Liebe ohne Widerstand, die loslassen kann und nicht verurteilt. Die Liebe, die weiß, die geben und annehmen kann. Es ist so wichtig. Erkennt, wie wichtig es ist, die Wirklichkeit in euer Leben zu integrieren. Erkennt den Segen der Seelenverträge, die euch letztendlich dorthin führen wollen, um eins zu lernen, anzuwenden und zu integrieren. Die bedingungslose Liebe ohne Widerstand. Habt ihr das gelernt, könnt ihr loslassen, selbst wenn der von euch festgelegte Zeitpunkt der Rückkehr in die geistige Heimat kommt. Dann könnt ihr leichter euren Körper verlassen, leichter von ihm Abschied nehmen, der all die Jahre so ein treuer Gefährte war. Versteht ihr nun auch die Wichtigkeit der Seelenverträge? Mit ihrer Hilfe könnt ihr euch anschauen, was ihr heilen sollt. Und egal welcher Schmerz, welche Urangst sich zeigt, ihr sollt wieder in der Lage sein, gefahrlos zu lieben und geliebt zu werden, die bedingungslose Liebe lernen ohne Widerstand. Habt ihr euch alles angesehen und geheilt, könnt ihr euch immer wieder in die Energie der bedingungslosen Liebe begeben. Dann könnt ihr auch loslassen, wenn eure Seele den Zeitpunkt für die Rückkehr in die geistige Welt eingeläutet hat. Dann habt ihr keine Angst mehr vor dem Sterbeprozess. Seid ihr euch über die Wirksamkeit der Seelenverträge im Klaren, könnt ihr auch verzeihen. Es ist so wichtig für euren Heilungsprozess, für das Erleben der Wirklichkeit, dass ihr verzeiht. Darum schaut es euch an. Schaut tief hinein in euch, was ihr alles mit Hilfe der anderen Seelen lernt, die mit euch inkarnieren. Was für Geschenke sie für euch bereithalten. Wie viel versteckter Segen liegt in so vielen schmerzhaften Situationen und Erlebnissen? Oft verstehen es die Menschen erst in einem gewissen Zeitabstand.
Deswegen schaut es euch an, euer Leben. Was hat euch welche Situation beigebracht? Was hat dahinter gesteckt? Seid ihr dadurch weitergekommen? Und sie bereiten euch auch auf die letzte Stunde in eurem Erdendasein vor. Die Liebe derer, die mit euch die Seelenverträge eingegangen sind, sie ist so groß. Ihr sollt geläutert eure letzte Reise antreten, frei von Kämpfen des Egos. Die vollkommene Heilung aller eurer Ängste und Träume bringt euch das Leben und Erfahren der bedingungslosen Liebe. Deswegen schaut es euch an. Öffnet euch für die Heilungs- und Gnadenenergie Gottes, die jetzt euer Herz durchströmt. Spürt diese kraftvolle, erhabene Energie, die euch durchflutet. Diese Liebe, Leichtigkeit, Geborgenheit. Die bedingungslose Liebe ohne Widerstand. Die Liebe, die nicht verurteilt, nicht fordert, nicht festhält, die einfach nur ist. Die glücklich ist, wenn sie geben kann, die aber auch empfangen kann. Spürt diese allumfassende göttliche Liebe. Ziel der Seele ist es, diese Liebe in allen Bereichen eures Lebens zu leben. Verankert es in euch. Diese Liebe bringt euch die Gnade, die Heilung, die Klarheit. Sie zeigt euch, wer ihr seid. Sie macht frei. Sie löst euch von Fremdbestimmung und führt euch in ein selbstbestimmtes Leben. Sie nimmt euch die Angst vor der letzten Wegstrecke, wenn sich der Geist aus dem Körper, eurem Gefährten, löst und in die geistige Heimat geht. Wir wissen, wer diese Worte hört. Wir wissen es. Viele Seelen haben sich mehrere dieser Ängste anzuschauen. Es ist oft ein Netz aus Traumata und Verletzungen, das die Seele anschauen und heilen muss. Die Seelen, die zurzeit inkarniert sind, haben sich viel vorgenommen. Es geht um den Weg, der zum Erwachen führt, als göttlich erwachter Mensch auf Erden. Auf diesem Weg finden heftige Läuterungsprozesse statt. Die Seele muss sich nicht nur ihren Ängsten stellen, sie anschauen und auflösen. Sie muss ihren einzigartigen, individuellen Weg nicht nur erkennen, sondern auch leben. Es ist kein einfacher Weg. Die geistige Welt weiß es. Es ist kein einfacher Weg. Das Ego versucht immer wieder, sich in den Weg zu stellen. Es ist vergleichbar mit einer Gratwanderung. Kaum ist das eine geschafft, kommt gleich das nächste. Wieder anschauen, erkennen, loslassen, heilen. Ihr habt euch so viel vorgenommen, weil ihr dabei sein wolltet. Ihr wolltet dabei sein, den Planeten Erde in ein neues Zeitalter zu führen. Ihr wolltet dabei sein und mit euren Fähigkeiten dazu beitragen. Deshalb seid ihr auch so geachtet und geliebt. Ihr seid nicht allein. Die geistige Welt ist bei euch und begleitet euch. Wir wissen, welche Herausforderungen ihr durchlebt. Und darum durchfluten wir euch mit Gnadenenergie, damit ihr nicht alles alleine auflösen müsst. Und es warten Geschenke auf euch, große Geschenke. Also, schreitet voran, bleibt nicht stehen, schreitet voran.